Ich habe im Moment so das Gefühl, als ob die angereihte Sammlung etwas in Mode gekommen ist, zumindest hier in der Ordensgemeinschaft Anguttara Nikaya, weil Ajahn Chattamala hat ja vorletzten Samstag das Einserbuch fast komplett vorgelesen. Und heute ist das Dreierbuch dran. Allerdings lese ich es nicht komplett vor, weil es ist noch viel länger als das Einserbuch und es wurde auch der Wunsch an mich herangetragen, nicht so viel vorzulesen. Aber ich beschäftige mich zurzeit mit der angereihten Sammlung, lese jeden Tag eine Lehrrede und hin und wieder schaue ich dann auch nach, wie der ehrwürdige Jnanatiloka das übersetzt hat. Aber ich übersetze das immer so für mich selbst und manchmal schreibe ich es auch auf und dann kommt die hier zum Vortrag. Also ich habe mir vorgenommen, aus jedem der, ich glaube, 11 Bücher sind es, aus jedem dieser Bücher eine Lehrrede vorzustellen. Aus dem Einserbuch, das war vor ein paar Jahren schon dran, die erste Lehrrede aus dem Einserbuch. Wenn man da ein bisschen tiefer schaut, kann man sehr viel entdecken. Das ist, glaube ich, ein Vortrag von 1,5 Stunden geworden. Wenn euch das interessiert, der Titel war Sex und Nama-Rupa zum 30. Todestag von Jean-Paul Sartre. Und nach dem Vortrag konnten einige Leute nicht gut schlafen. Es gibt auch viel zu entdecken. Also beim vorletzten Samstag war die Lehrrede innerhalb von 1 Minute vorgelesen. Die ist ja nicht lang. Aber der Buddha hat sicherlich mehr zu sagen gehabt, als dass Männer auf Frauen stehen und Frauen auf Männer. Deswegen ist der Vortrag etwas länger geworden. Das Zweierbuch hatten wir letztes Jahr dran, mit dem, der erste Lehrrede aus dem Zweierbuch, mit den 13 Folterstrafen, wo so die Haut abgezogen wird und so weiter, habe ich da vorgetragen, falls sich einige erinnern können. Und heute kommt die 62. aus dem Dreierbuch dran, mit dem Titel Drei Doktrinen. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Avijja Paccaya Sankhara Sankhara Paccaya Vijnanang. Vijnana Paccaya Nama Rupang Nama Rupa Paccaya Salayatanang Salayatana Paccaya Passo Passa Paccaya Vedana Vedana Paccaya Tanha Tanha Paccaya Upadanang Upadana Paccaya Bhavo Bhava Paccaya Jati Jati Paccaya Jara Maranang Soka Parideva Dukkha Domanasupaya Sa Sambhavanti. Ihr Bhikkhus, es gibt diese drei Doktrinen. Werden sie von Weisen hinterfragt, genau untersucht und diskutiert, dann zeigt sich, dass sie in wirkungsloser Handlung enden, selbst wenn man darin nur einem anderen nachläuft. Welche drei? Da gleich ein paar Anmerkungen dazu. Das Wort Doktrin heißt, also Tithayatana, wörtlich übersetzt Furtgebiet. Also das sind drei Gebiete oder geistige Betätigungsfelder, Vorstellungsgebiete, könnte man sagen, für Lehren, die hinüberführen sollen. Also Erlösungslehren, Glaubensstandpunkte hat, glaube ich, der ehrwürdige Jnanatiloka das übersetzt. Der Gründer der Jain-Religion oder Jain-Religion, Mahavira Nigantanatha Buddha heißt er in den Suttas, der wird als, in Sanskrit als Tirthankar bezeichnet, als Furtmacher, jemand, der eine Furt, einen Übergang schafft. Also man könnte sagen, statt Doktrinen könnte man auch sagen, Grundlagen für Transzendenz oder irgendwie sowas. Erlösungslehre ist auch nicht schlecht. Wirkungslose Handlung, sie enden in wirkungsloser Handlung, habe ich drüber nachgedacht, was könnte das bedeuten? Einmal natürlich, dass die Praxis keine Wirkung hat, in dem Sinne, dass sie nicht zur Erlösung führt. Das Zweite ist, dass wenn man dieser Doktrin nachfolgt, dass dann in letztendlicher Konsequenz man eine Position des Fatalismus einnimmt, kann sowieso nichts machen. Oder das Dritte ist, ja, dass man dann aufgrund dieser Einstellung kann sowieso nichts machen, auch nichts macht. Also dass praktisch diese
Doktrinen oder spirituellen Lehren nicht effektiv sind. Selbst wenn man einem anderen nachläuft, ist eine etwas freie Übersetzung wörtlich bedeutet es, zu einem anderen gehen, zu einem anderen gegangen seiend. Und der Kommentar sagt, das bedeutet, wenn man einfach nur der Tradition folgt. Also diese Lehren, wenn wir, selbst wenn wir die nur nachplappern, bedeutet es ja, dass wir damit zufrieden sind, dass wir uns nicht auf die Suche machen nach etwas Besserem. Welche drei? Aus Gründen der Dramaturgie lasse ich jetzt die erste Doktrin erstmal aus und steige gleich bei der zweiten ein. Es gibt einige Samanas und Brahmanen, die folgendes lehren und folgender Ansicht sind. Was immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch Gottes Werk verursacht. Kennen wir, haben wir schon gehört, solche Standpunkte. Es ist jetzt nichts, was es nur zur Zeit des Buddha gegeben hat. Was immer ein Mensch erfährt, das Verb heißt Vedayati. Das Hauptwort dazu wäre Vedana, aber im Pali ist es so, dass das oft etwas breitere Bedeutung hat, also sich nicht nur auf Gefühle bezieht, sondern auf unser gesamtes Erleben, was alles in unserem Erleben vorkommt. Und es ist auch gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass wir eben nicht so in Schubladen denken sollen, hier ist Gefühl und da ist Wahrnehmung und da ist Bewusstsein und dann vielleicht der bestimmten scholastischen Modellen folgend auch noch der Meinung sein, dass die hintereinander auftauchen, sondern Erleben ist ein Ganzes. Und da ist eben, ja, angenehm, schmerzhaft oder neutral. Das ist natürlich der Aspekt des Vedana, von Gefühl. Aber man könnte sagen, ja, das ist unsere Erfahrung. Ich habe mal eine andere Lehrrede vorgetragen, Dato Vibhanga Sutta, da hieß es, was weiß man durch, was erfährt man mit diesem Bewusstsein? Und da heißt es angenehm, schmerzhaft und neutral. Das ist also praktisch ein Hinweis, dass wir also nicht in Schubladen denken sollen, wenn wir versuchen, diese Lehrreden zu verstehen und manchmal eben auch die Begriffe nicht so ganz als technische Ausdrücke festgelegt sind. Samanas und Brahmanen, ich hoffe, oder ich glaube, das ist soweit klar. Samanas sind spirituelle Suchende, die nicht im Kastensystem mehr drin waren, die sich damals eben ausgeklinkt haben. Und ja, praktizierende buddhistische Mönche werden auch als Samanas bezeichnet. Also wir würden uns das gerne an unsere Robe kleben, das Etikett, wir sind Samanas. Keine Priester, keine Religionslehrer, Dharma-Professionals, sondern wir sind Samana, wir sind Leute, die sich nicht mehr um Rang und Namen in der Gesellschaft und um Karriere kümmern, sondern die eben die Suche nach spiritueller Befreiung an erste Stelle gesetzt haben. Und die Brahmanen, das war eben die Priesterkaste, also Samanas und Brahmanen, das ist im Pali ein Wort, Samana Brahmana, ein Doppelwort, das bezeichnet sozusagen die Gesamtheit aller Leute, die sich spirituell betätigen, die auf der Suche sind. Und da sind eben manche dabei, die der Meinung sind, was immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch Gottes Werk verursacht. Die andere Ansicht, was immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist ohne Ursache und ohne Bedingung. Ich habe mal in einer Zeitschrift gelesen, die heißt Was ist Erleuchtung? Das ist eine Zeitschrift der Advaita Vedanta Bewegung, das ist ein Zweig des Hinduismus. Wird oft gesagt, dass die Advaita Vedanta Bewegung dem Buddhismus sehr ähnlich ist, weil sie so auf Nicht-Dualität aus ist. Aber das ist mehr die Sichtweise der Advaita Vedanta Leute. Also ich selber würde das nicht unterschreiben. Zumal hier ja so Selbsterkenntnis wohl auch in ihrem Weg drin haben und es gibt ja da bedeutende Weise, wie zum Beispiel Ramana Maharishi, der schon ein sicherlich inspirierender und beeindruckender Mensch war, der auch meditativ ja mehr drauf hatte als viele buddhistische Meister auch, aber eben ja dieses, ich weiß nicht, ob er das selber so gesagt hat, aber ich habe mal ein Interview mit einem Dr. Balseka gelesen in dieser Zeitschrift, der nun so ganz extrem diesen Standpunkt eingenommen hat. Was immer wir tun, ist eigentlich Gottes Wille. Das heißt, wenn wir glauben, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen,
nicht zu stehlen, dann haben wir gar keine Entscheidung getroffen, sondern Gottes Wille ist es und wir folgen, also haben da gar keine Wahl. Und das ist genau das im Prinzip, was, also dieser Standpunkt hier, was immer der Mensch erfährt, all dies ist durch Gottes Werk verursacht. Sagt der Buddha dann, da suche ich jene Samanas und Brahmanen auf, die da lehren und der Ansicht sind, was immer ein Mensch erfährt, es ist durch Gottes Werk verursacht, und frage sie, ist es etwa wahr, dass ihr Ehrwürdigen Folgendes lehrt und folgender Ansicht seid? Was immer ein Mensch erfährt, ist durch Gottes Werk verursacht. So gefragt antworten sie mit Ja. Ich sage, demnach, ihr Ehrwürdigen, werden die Menschen aufgrund von Gottes Werk zu Mördern, Dieben und Unkeuschen, zu Lügnern, Intriganten, Lästerern und Schwätzern, zu Habgierigen, Menschen mit Übelwollen im Herzen und mit falscher Ansicht. Also diese Liste, die ich jetzt gerade, oder die der Buddha da gerade genannt hat, sind die 10 Handlungsfährten. Gibt's also einmal die Heilsamen und die Unheilsamen. Und Töten, Stehlen, sexueller Missbrauch, Lügen, Hintertragen, grobe Rede, Schwätzen. Das sind also die 3 mit Körper, 4 mit der Sprache und 3 mit dem Geist. Also Habgier, Übelwollen und falsche Ansicht sind die 3 mit dem Geist. Also diese 10 unheilsamen Handlungsfährten werden aufgrund von Gottes Wille, Gottes Werk, Gottes Schöpfung, übersetzt es der ehrwürdige Jnana-Tiloka, verursacht. Ihr Bhikkhus, wenn man sich auf Gottes Werk als das Wesentliche beruft, dann gibt es tatsächlich keinen Handlungsantrieb und kein Bemühen, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Und weil somit wirklich und wahrhaftig kein Tun und Lassen zustande kommt, kann so einer, der mit vernachlässigter Achtsamkeit und ohne Selbstbeherrschung lebt, nicht zu Recht als Samana bezeichnet werden. Dies, ihr Bhikkhu, ist meine gerechtfertigte Widerlegung im Falle jener Samanas und Brahmanen, die so etwas lehren und solcher Ansicht sind. Dann die andere Meinung, dass alles ohne Ursache und ohne Bedingung ist. Und das Spielchen läuft ganz genauso. Er geht dahin, fragt die, stimmt es, dass ihr sowas lehrt? Und die sagen ja. Und er sagt dann, demnach werden die Menschen ohne Ursache und ohne Bedingung zu Mördern, Dieben und Unkeuschen, zu Lügnern, Intriganten, Lästerern und Schwätzern, zu Habgierigen, Menschen mit Übelwollen im Herzen und mit falscher Ansicht. Vielleicht noch eine Anmerkung, Ursache und Bedingung, das klingt wie ein Synonym, aber es ist ein gewisser Unterschied dabei. Es wird auch nicht immer so deutlich getrennt, aber oft ist Ursache eine kausale zeitliche Abfolge und Bedingung ist die konditionale nicht zeitliche Abfolge. Also um an euch ein Beispiel zu geben, wenn ich gestern gesoffen habe, habe ich heute Kopfschmerzen, das wäre jetzt dann kausal, das ist die Ursache. Der Suff war die Ursache, heute die Wirkung ist Kopfschmerzen. Konditional ist, wenn die Sonne scheint, ist es hell, dann kann ich was sehen. Das ist alles gleichzeitig. Sobald die Sonne weg ist, ist es dunkel, kann ich nichts mehr sehen. Das wäre also konditional, Bedingung, um mal den Unterschied klar zu machen. Wenn man sich auf Nicht-Ursächlichkeit und Nicht-Bedingtheit als das Wesentliche beruft, dann gibt es tatsächlich keinen Handlungsantrieb und kein Bemühen, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Und weil somit wirklich und wahrhaftig kein Tun und Lassen zustande kommt, kann so einer, der mit vernachlässigter Achtsamkeit und ohne Selbstbeherrschung lebt, nicht zu Recht als Samana bezeichnet werden. Dies, ihr Bhikkhus, ist meine gerechtfertigte Widerlegung im Falle jener Samanas und Brahmanen, die so etwas lehren und solcher Ansicht sind. Vernachlässigte Achtsamkeit und ohne Selbstbeherrschung ist klar. Wenn ich der Meinung bin, ist, was ich tue, das ist alles Zufall, das ist Schicksal, was mir widerfährt, was ich erlebe, ist alles, hat keine Ursache, keine Bedingung, dann besteht auch überhaupt kein Grund, dass ich mich in irgendeiner Weise anständig benehme, weil es ist ja alles völlig beliebig. Und das Gleiche natürlich mit Gottes Werk, wenn Gott dafür gesorgt hat, was ich so tue und lasse, dann habe ich auch keine Verantwortung dafür. Dann kann ich sozusagen die Sau rauslassen, weil es ist ja nicht meine Schuld, es ist ja Gottes Werk. Und daher eben vernachlässigte Achtsamkeit, muss ich nicht Obacht geben, was ich tue, was ich sage, was ich denke, und eben ohne Selbstbeherrschung. Und so einer kann eben nicht als Samana bezeichnet werden, selbst wenn diese Lehrmeinungen eben im Gewande religiöser Doktrinen daherkommen. Und ja gut, also mit Gottes Werk, das ist ganz klar, hat ein religiöses Etikett drauf, und ohne Ursache und ohne Bedingung, das
Dieser Fatalismus war damals tatsächlich auch eine religiöse Strömung. Heutzutage wird es wohl eher den weltlichen, materialistischen Denksystemen zugeordnet, aber damals war das tatsächlich, also auch waren das spirituelle Lehrende, die sowas vertreten haben. Ja, dann frage ich euch mal, weil ich will natürlich nicht hier meine Vorträge über eure Köpfe hinweggeben. Und mir wurde ja auch gesagt, ich soll nicht einfach nur was vorlesen, sondern auch so ein bisschen vom Herzen, damit es besser rüberkommt. Und damit es besser rüberkommt, muss natürlich auch was zurückkommen. Darum frage ich jetzt, ja, wodurch ist denn das bedingt, was der Mensch erfährt? Angenehm, schmerzhaft oder neutral? Hat jemand eine Idee? Das, was man erfährt, ist bedingt, kommt von den guten oder schlechten Taten, was man macht. Also, Alle Wesen sind Erben ihrer Taten, denke ich. okay. Gibt es da noch andere Vorschläge? Kommt alles vom Teufel. Kommt alles vom Teufel? Du sagst von früheren Taten. Also, gibt es noch andere Vorschläge? Sind alle der Meinung, es kommt vom Teufel oder von früheren Taten? Enthaltungen, keine Enthaltungen, also alle sind der Meinung, es kommt entweder vom Teufel oder von früheren Taten. Also das mit dem Teufel würde ich sagen, das fällt unter die gleiche Kategorie wie Gottes Werk, ja. Kann man genauso widerlegen. Und jetzt kommt Überraschung. Heinrich, du warst der Einzige, der den Mut hatte. Aber da suche ich jene Samanas und Brahmanen auf, die der Lehren und der Ansicht sind, was immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch frühere Tat verursacht. Und frage sie, ist es wahr, dass ihr sowas lehrt? Sie sagen ja. Demnach werden die Menschen aufgrund von früherer Tat zu Mördern, Dieben und Unkeuschen, zu Lügnern, Intriganten, Lästerern und Schwätzern, zu Habgierigen, Menschen mit Übelwollen im Herzen und mit falscher Ansicht. Wenn man sich auf frühere Tat als das Wesentliche beruft, dann gibt es tatsächlich keinen Handlungsantrieb und kein Bemühen, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Und weil somit wirklich und wahrhaftig kein Tun und Lassen zustande kommt, kann so einer, der mit vernachlässigter Achtsamkeit und ohne Selbstbeherrschung lebt, nicht zu Recht als Samana bezeichnet werden. Mach dir keine Vorwürfe. Die anderen haben sich nur nicht getraut. Seit ich Buddhist geworden bin, höre ich solche Geschichten. Das ist alles Kamma, alles von früher. Ne? Die Thais sagen auch gerne, ist Gam, alles Gam. Ne? Und sich so ein bisschen aus der Verantwortung rauszustehlen. Ich kann ja gar nichts machen, das ist Gam. Das ist mein früheres Kamma. Also das geht also ich habe da ganz wilde Storys gehört, die war ja am Anfang noch ein bisschen bei den tibetischen Buddhisten und die stehen ja auf Karma noch viel mehr als die anderen. Und da haben sie mir erzählt von einem irgendwie so ein Meister, der einen Verkehrsunfall hatte und da haben sie wohl an dem seinem Auto rumgemacht und dann habe ich gefragt, ja wieso? Und ihr sagt doch, eure Meister sind alle schon Buddhas und die wissen alles. Ja, das war Karma und alles kann man nichts dran machen, kann man. Es war alles vorherbestimmt. Also wenn man Kamma oder Karma in dem Sinne versteht, dass alles vorherbestimmt ist, dann ist das natürlich das gleiche wie Gottes Werk oder Fatalismus. Ne? Dann können wir nichts mehr dran machen, dann können wir nichts dran ändern. Karma bedeutet doch eigentlich das in erster Linie das Erleben doch nur, nicht mehr das Wirken draus, oder? Also die. Ja, also der Buddha hat ja das offensichtlich, deswegen habe ich ja gesagt, dass was ein Mensch erfährt, das sind ja auch unsere Handlungen, die erfahren wir auch. Unsere Entscheidungen ist auch in unserem Erleben drin. Und interessanterweise eben dieses Verb, was eigentlich fühlen bedeutet. Deswegen habe ich es auch nicht mit fühlen übersetzt, sondern erfährt. Also es hat tatsächlich auch mehrere Bedeutungen. Eine eingeengtere und eine weitere Bedeutung. Also es gibt auch eine Lehrrede, wo es heißt, von 8 Krankheitsursachen ist eine Kamma. Die anderen sind alle nicht Kamma. Also, dass ich krank werde, zum Beispiel. Aber der Buddha hatte ja keine Zufälligkeiten gelehrt. Also diese Lehrrede mit den drei Doktrinen hängt zusammen mit
anderen Lehrinhalten und dass die so kombiniert sind, da habe ich also viel drüber nachgedacht, immer wieder die Lehrrede gelesen. Es ist kein Zufall. Das ist jetzt schon mit Ursache und Bedingung, warum er das so gelehrt hat und nicht anders. Ja, wodurch ist denn Gefühl bedingt, was wir erleben, was wir fühlen? Also hat Ajahn Chattamolo stundenlang Lehrreden drüber vorgelesen zu diesem Thema. Ja, du hast es sogar am Anfang noch zitiert. Ich habe es auf, ja, aber es war auf Pali, also da mache ich jetzt, wäre jetzt zu viel verlangt. Gut, also dann Kontakt, genau. Gefühl ist bedingt durch Kontakt. Dies sind also die drei Doktrinen. Werden sie von Weisen hinterfragt, genau untersucht und diskutiert, dann zeigt sich, dass sie in wirkungsloser Handlung enden, selbst wenn man darin nur einem anderen nachläuft. Diese von mir dargelegte Lehre aber ist unwiderlegt, makellos, tadellos und wird von verständigen Samanas und Brahmanen nicht kritisiert. Und was ist diese von mir dargelegte Lehre? Dies sind die sechs Elemente. Dies sind die sechs Gebiete für Kontakt. Dies sind die 18 Arten des geistigen Herantretens. Dies sind die vier edlen Wahrheiten. So ist die Lehre von mir dargelegt, die unwiderlegt ist, makellos, tadellos und die von verständigen Samanas und Brahmanen nicht kritisiert wird. Dies sind die sechs Elemente. So ist die Lehre von mir dargelegt, die nicht kritisiert wird und so weiter. So wurde gesagt. Und worauf bezieht es sich, wenn es so gesagt wird? Es gibt diese sechs Elemente. Das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement, das Raumelement und das Bewusstseinselement. Also bezieht es sich auf dieses, wenn gesagt wird, dies sind die sechs Elemente. Dies sind die sechs Gebiete für Kontakt. So wurde gesagt. Worauf bezieht sich das? Es gibt die sechs Gebiete für Kontakt. Das Gebiet des Sehkontakts, des Hörkontakts, des Riechkontakts, des Schmeckkontakts, des Berührungskontakts und das Gebiet des Geistkontakts. Also bezieht es sich auf dieses, wenn das gesagt wird. Dies sind die 18 Arten des geistigen Herantretens, so wurde gesagt. Worauf bezieht sich das? Wenn man mit dem Auge eine Form sieht, tritt man an eine Form heran, wobei man Freude hervorbringt. Man tritt an eine Form heran, wobei man Trauer hervorbringt. Man tritt an eine Form heran, wobei man Gleichmut hervorbringt. Wenn man mit dem Ohr einen Klang hört, tritt man an den Klang heran mit Freude, Trauer, Gleichmut. Und das gleiche gilt für die anderen Sinne auch, alle sechs Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und denken, der Geistsinn. Ich habe das jetzt etwas gekürzt zusammengefasst, weil der Knackpunkt sind natürlich die vier edlen Wahrheiten. So ist die Lehre von mir dargelegt. Worauf bezieht es sich, wenn so gesagt wird, dass seine Lehre in Form der vier edlen Wahrheiten dargelegt wird? Abhängig von den sechs Elementen findet das Herabsteigen in den Schoß statt, also Empfängnis. Findet das Herabsteigen statt, gibt es Name und Form. Konditioniert durch Name und Form ist das sechsfache Sinnesgebiet. Konditioniert durch das sechsfache Sinnesgebiet ist Kontakt. Konditioniert durch Kontakt ist Gefühl. Dem Fühlenden aber verkünde ich, dies ist Leiden. Dies ist der Leidensursprung. Dies ist die Leidensauflösung. Dies ist die Herangehensweise, die zur Leidensauflösung führt, verkünde ich. Da habe ich auch stundenlang drüber nachgedacht und gesonnen, warum der Buddha, wenn er sagt, das ist die Lehre, die nicht kritisiert wird, die nicht widerlegbar ist, warum er ausgerechnet diese Lehrkategorien nennt. Also die vier edlen Wahrheiten ist klar, das ist sozusagen die Quintessenz, das ist das Wichtigste, oder der wichtigste Bezugsrahmen oder Zugangstor, Interface zur Lehre. Aber die sechs Elemente, die sechs Gebiete für Kontakt, die 18 Arten des geistigen Herantretens, das sind jetzt Lehrkategorien, die kommen nicht sehr oft vor im Pali-Kanon. Weiß jemand, in welcher anderen Lehrrede die schon noch vorkommen? Okay, vielleicht war der da noch nicht an Bord. Das ist die Datubibanga Sutta, habe ich gerade schon mal erwähnt. Da habe ich mal einen Vortrag drüber gegeben, wo der Buddha einen Suchenden, einen Samana trifft, der den Buddha nicht erkennt. Und dem hält er einen Vortrag, der auch genauso anfängt mit diesen Kategorien. Die sechs Elemente. Das ist schon ein, wie es auch in der Meditation war, der
so der erste Schritt, sich von diesem "Das bin ich", um den sich alles dreht, ein bisschen zu lösen, um diese unpersönliche Gesetzmäßigkeit ein bisschen aufschlüsseln zu können, nach der eben dargelegt werden kann, wodurch es bedingt ist, dass ein Mensch, was ein Mensch erfährt, angenehm, schmerzhaft oder neutral. Die sechs Gebiete für Kontakt ist ganz klar. Kontakt ist die Bedingung, die Konditionierung von Gefühl. Deswegen wurde das genannt. Und die 18 Arten des Herantretens, es ist eben die Aufsplitterung in angenehm, schmerzhaft und neutral. Was ist die edle Wahrheit von Leiden? Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung sind Leiden. Nicht bekommen, was man sich wünscht, ist Leiden. Zusammengefasst, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Dies gilt als die edle Wahrheit vom Leiden. Bei der Definition im Vergleich zur Standarddefinition fehlten zwei Bestandteile. Ist jemand gemerkt? Von Unlieben getrennt sein. Sehr gut. Und mit Lieben, von Lieben getrennt sein, mit Unlieben verbunden sein, genau. Sehr gut, jawohl. Okay, dann zusammengefasst, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Kennt jemand die? Fünf Daseinsgruppen, fünf Khandas. Form. Ja? Gefühl. Form, Gefühl. Wahrnehmung. Das, Bewusstsein. Und Geistesgestaltung. Genau. Also die Reihenfolge ist Bewusstsein am Ende, aber ist egal, das waren die fünf, genau. Okay. Dann bin ich doch froh, dass ich also dass zumindest zwei verstehen, was ich hier versuche vorzutragen. Also ansonsten für den Rest ist da noch ein bisschen nachzuholen. Also die fünf Khandas sollten schon irgendwie ein Begriff sein. Was sind denn die fünf Gruppen des Ergreifens als insgesamt betrachtet, wie könnte man die beschreiben oder könnte man darüber sagen? Die bestimmenden Elemente des Daseins, die Daseinsgruppen. Mhm. Die eine Person konstituieren. Ja, jetzt hast du dich aufs Glatteis führen lassen. Der erste Teil ist korrekt, aber der Buddha hat gesagt, das ist genau das, was nicht. Der Weltling, der das alles nicht versteht, der nimmt die her, um die irgendwie eine Persönlichkeit zu finden, aber sie sind es nicht. Sie sind es nicht. Aber das ist die Standarderklärung, die eigentlich nicht zutreffend ist, weil sie genau das nicht sind. Wir halten sie für unsere Persönlichkeit, weil wir sie ergreifen. Die fünf Gruppen des Ergreifens. Und genau darin liegt das Leiden. Manchmal wird gesagt, die erste edle Wahrheit, das sind Dinge, es geht um Dinge, was Leiden ist. Die zweite Wahrheit ist der Ursprung, also wo kommt es her, was ist die Bedingung für Leiden, Begehren. Aber im Grunde genommen könnte man sagen, dass auch bereits diese Liste von Dingen, Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung, dass das auch nicht einfach nur Dinge sind für sich, sondern da auch schon eine Beziehung mit drin steht, nämlich eben genau dieses Ergreifen. Die Khandas für sich könnte man sagen, okay, das sind Dinge, aber die Khandas für sich erleben wir ja nicht. Was wir außer an Arahant, der Arahant erlebt die Khandas ohne Ergreifen und für den sind die eine Quelle des Glücks, wie wir mal in einer Lehrrede gehört haben, wie Ajahn Chattamolo, glaube ich, letztes Jahr mal vorgestellt hat. Aber die Khandas, an denen festgehalten wird, die ergriffen werden, sind Leiden, genau. Aber dieses Ergreifen ist eben diese Beziehung. Und dieses Ergreifen, Upadana, ist bedingt durch Tanha. Ja, Begehren. Okay. Und was, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit vom Leidensursprung? Jetzt kommt die zweite edle Wahrheit. Und er sagt jetzt nicht bedingt durch Tanha, durch Begehren oder Durst oder Wollen oder wie man es auch übersetzen mag, ist Leiden, sondern er führt es etwas weiter aus in dieser Lehrrede
Konditioniert durch Unwissenheit sind Gestaltungen. Konditioniert durch Gestaltungen ist Bewusstsein. Konditioniert durch Bewusstsein ist Name und Form. Konditioniert durch Name und Form ist das sechsfache Sinnesgebiet. Konditioniert durch das sechsfache Sinnesgebiet ist Kontakt. Konditioniert durch Kontakt ist Gefühl. Konditioniert durch Gefühl ist Begehren oder Wollen oder Durst. Konditioniert durch Begehren ist Ergreifen oder Aufgreifen oder Anhaften. Konditioniert durch Ergreifen ist Werden oder Dasein, oder Debes hat gesagt Werdesein. Da konnte sie nicht entscheiden, ob es jetzt Dasein oder Werden ist. Es ist beides, ist eigentlich eine sehr zutreffende und geniale Wortschöpfung. Und konditioniert durch Werden ist Geburt. Konditioniert durch Geburt entstehen Altern, Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Das ist genau das, was ich vorhin am Eingang auf Pali gesagt habe. So ist der Ursprung dieses ganzen Haufens von Leiden. Jnanatriloka übersetzt es mit Leidensfülle, oder man könnte auch sagen Leidensgruppe oder Leidensmasse. Dukkha Kanda. Dies gilt als die edle Wahrheit vom Leidensursprung. Jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal, das ist ja die bedingte Entstehung. Die Informierten wissen, das ist also die Formel von der bedingten Entstehung. Aber der Buddha sagt, es ist die edle Wahrheit vom Leidensursprung. Das ist die zweite edle Wahrheit. Ich habe die Übersetzung vom ehrwürdigen Jnanatriloka auch dabei. Die angereihte Sammlung, jetzt mal nebenbei bemerkt, ist neu aufgelegt worden. Der Remo Beierlein hat die in seinem Verlag als schönes Hardcover-Buch. Die alte Ausgabe in 5 Bänden Paperback hat den Vorteil, man kann also die aufschlagen und dann fallen einem die Seiten entgegen, dann muss man nicht das ganze Buch mitnehmen. Dann kann man also einzelne Lehrreden ganz bequem mitnehmen. Und zwar, wo wir schon mal vorhin die Unterscheidung hatten zwischen Buddhismus und Buddha-Lehre, es gibt sehr viele Bücher über Buddhismus, die eine bestimmte Interpretation der bedingten Entstehung nahelegen. Und das ist die sogenannte Drei-Leben-Theorie, die besagt, also ich lese nochmal die Glieder vor, Unwissenheit, Gestaltung, Bewusstsein, Name und Form, sechsfaches Sinnesgebiet, Kontakt, Gefühl, Begehren, Ergreifen, Werden und dann kommt Geburt, Altern und Tod und so weiter. Dass diese kausal sind, Ursache und Wirkung in einem zeitlichen Abstand. Und sich das Ganze noch über 3 Leben erstreckt. Also sozusagen der Buddha erklärt, wie Wiedergeburt funktioniert, um es mal etwas salopp zu sagen. Und damit, das finden wir in sehr, sehr vielen Büchern und das ist also auch sehr weit verbreitet und diese Ansicht gibt es auch schon sehr, sehr lange, aber deswegen ist er noch lange nicht richtig. Denn der Buddha hat also hier das Wort Paccaya, ist also Bedingung, und Paticca-Samuppada bedeutet bedingtes Zusammenentstehen. Das heißt, wenn einer dieser Punkte ist, sind auch alle anderen da. Wenn die Sonne scheint, ist es hell und dann können wir was sehen. Genauso, wenn Unwissenheit da ist, sind Gestaltungen, Bewusstsein, Name und Form und so weiter, alles gleichzeitig dadurch bedingt, dadurch konditioniert. Da ist nichts, was vorher kommt, was hinterher kommt. Denn der Buddha hat gesagt, das Prinzip der bedingten Entstehung ist, wenn dies ist, ist jenes. Mit dem Entstehen von diesem entsteht jenes. Oder eigentlich, wenn dies ist, ist das, ist beides hier und jetzt. Imasming sati idang hoti. Also ist beides dies, hier und jetzt. Das ist ganz wichtig zum Verstehen, was bedingte Entstehung uns sagen will. Denn die zweite edle Wahrheit ist auch nicht etwas Zeitliches, sondern in dem Moment, wo wir Begehren haben, leiden wir. Und der Buddha fächert das jetzt halt hier noch ein bisschen mehr auf. Fängt an, also unser Erleben im weitesten, im allgemeinsten Sinne ist Bewusstsein zusammen mit Name und Form. Bewusstsein ist das Erleben, die Anwesenheit von unserem Erleben, von der Welt, könnte man sagen. Und die Welt oder das, was wir erleben, ist Name und Form. Name und Form bedeutet nicht Geist und Körper, wie es oft gesagt wird, das ist falsch.
mögt ihr jetzt sagen, ja, aber eure verehrten Kruba-Ajans sagen das doch auch. Das stimmt zum Teil. Ajahn Mun zum Beispiel hat das nie gesagt, weil der hat seine Studien früh genug gemacht, bevor in Thailand das Naktam-Examen eingeführt wurde, wo also ein scholastisches Konzept sozusagen verstaatlicht oder staatliche Sanktionierung bekommen hat. Und alle anderen mussten sich damit irgendwie auseinandersetzen und haben dann gesagt, naja, es bedeutet Körper und Geist, aber es geht eigentlich darum, Vergänglichkeit und Nicht-Selbst und Leidhaftigkeit zu sehen, wo dann ist es im Prinzip wurscht, wie ich das nenne. Aber wenn wir die Suttas verstehen wollen, müssen wir uns darüber klar sein, Name und Form bedeutet nicht Geist und Körper. Form deckt sich nicht ganz mit dem griechischen Konzept der Materie. Also man kann nicht sagen, Form ist Materie, denn auch vorgestellte Form ist Form, aber nicht Materie. Wenn wir uns Augen zumachen und stellen uns vor, eine Waffel mit Schokoladeneis. Macht mal bitte die Augen zu, stellt euch Schokoladeneis vor. Geht es? Okay. Ist natürlich völlig immateriell, aber es ist trotzdem Form. Und Name ist das, was ja, wir für ein Bild davon haben. Die Definition von Name ist Gefühl, Wahrnehmung, Ausrichtung oder Aufmerksamkeit, Kontakt und Absicht. Das heißt, Form ist das, was unsere Sinne auslöst. Der Buddha nennt es den Widerstandskontakt. Ich nenne es, was die Sinne triggert. Der Buddha hat nicht so gesprochen, er hat gesagt, es ist der Widerstandskontakt, der durch Form hervorgebracht wird. Und Name ist der Bezeichnungskontakt. Das heißt, die Form, Materie, was auch immer, erscheint ja nicht so in unserem Geist, sondern jeder hat sein eigenes Bild davon. Wenn ich eine Kakerlake bin, habe ich ein ganz anderes Bild von der Welt, als ich als Mensch mit zwei Augen und dreidimensional. Und ich glaube, das ist soweit klar, dass die gleiche Form, je nachdem, wie unsere Sinne, wie unsere Erfahrungen sind, wo wir hingucken, das wäre Aufmerksamkeit, unterschiedlich ist. In unserer Aufmerksamkeit ist die Mitte immer am schärfsten und am Rand wird es immer unschärfer und irgendwann kommt der Horizont unserer Wahrnehmung. Das ist auch Teil von Name. Wahrnehmung ist Teil von Name. Wahrnehmung führt zur Bezeichnung. Man könnte sagen, das, was dem Etikettieren unmittelbar vorausgeht, ist Wahrnehmung. Sanya bedeutet wörtlich Zusammenwissen. Ja, unsere Augen, die liefern uns ein buntes Kaleidoskop von Punkten, Farben und Konturen. Aber wir wissen, okay, das gehört zusammen, das ist ein Tisch. Und das gehört zusammen, das ist eine Lampe. Also dieses Zusammenwissen, was der Begriffsbildung vorausgeht, ist Wahrnehmung. Also alles, was die Form auslöst, erscheint in uns als Wahrnehmung, als Gefühl. Ist es angenehm, schmerzhaft oder neutral? Also diese zwei zusammen sind Name und Form. Im allgemeinsten Sinne das, was wir erleben. Und die Anwesenheit von Name und Form ist Bewusstsein. Bewusstsein bedingt, konditioniert Name und Form. Aber Name und Form konditioniert auch Bewusstsein. Wenn es nichts da gibt zum Erleben, dann gibt es auch keine Anwesenheit von dem Erlebten. Und umgekehrt, wenn da zwar was ist, aber ich erlebe es nicht, dann ist es auch nicht da. Also die zwei, hat der Buddha gesagt, sind wie zwei Reisähren, die aneinander gelehnt sind. Wenn eine umfällt, fällt die andere auch um. Auch ganz wichtig. Mögen wir sagen, naja, klar, ist mir völlig klar, aber es stimmt ja nicht. Wie wir es uns vorstellen, ist ja, unser Bewusstsein schwebt da irgendwo rum und wenn es nichts zum Erleben hat, dann schwebt es halt so lange rum, bis es was findet. Unser Bewusstsein ist ja immer da. So kommt es uns ja vor. Und für die Vorstellung hat also der Sohn des Fischers namens Sati einen ordentlichen Rüffel vom Buddha gekriegt. Und der Buddha hat gesagt, Bewusstsein ist bedingt durch seinen Bewusstseinsinhalt. Die beiden
bedingen sich gegenseitig. Also soweit jetzt mal das Erleben im allgemeinsten Sinne und Name und Form und Bewusstsein zusammen, dieses Erleben konditioniert das sechsfache Sinnesgebiet. Es konditioniert nicht unser, wie unser fleischliches Auge aussieht, aber Debes hat es sehr schön genannt, der Luger und der Lauscher und so weiter. Das ist nicht irgendwie jetzt die neurologische Funktion oder sonst wie des Körpers und der Sinnesorgane, sondern das, was das mit uns geistig macht. Diese Vorstellung, dass da in diesem Kopf hinter diesen Scheiben ein Männchen oder ein Weibchen sitzt und rausschaut und da durch diese Löcher raushört und so mit der Welt in Kontakt tritt. Das ist nämlich die Bedingung für Kontakt. Das ist ja so, wie wir das erleben. Und das wird bedingt durch Erleben im allgemeinsten Bewusstsein zusammen mit Name und Form. Der Kontakt ist die Bedingung für Gefühl. Gefühl ist die Bedingung für Begehren. Begehren ist das Gefühl, ja, ich bin da, aber ich muss dann irgendwas vorweisen können, was ich denn bin. Wir alle haben das Gefühl, ich bin ja da. Aber wenn wir dann gefragt werden, was bin ich denn? Ja, dann zeigen wir auf den Körper und stellen fest, wenn wir genauer hinschauen, der Körper ist ziemlich vergänglich und der wird alt und krank und zerfällt und stirbt irgendwann. Ist also längst nicht so ewig wie das Gefühl, das wir von uns selbst haben, dieses Selbstgefühl. Dann müssen wir also was anderes suchen. Oder wir haben unser Zubehör, der Mönch hat seine Roben und wenn die Roben kaputt gehen, dann hat er das Begehren, sich eine neue Robe zu machen. Also wir haben ständig irgendwie dieses Bedürfnis, diese Lücke nicht nachweisen zu können, was wir sind, mit irgendwas zu füllen. Und der Versuch, dieses zu füllen, nennt man Ergreifen. Und was ergreifen wir? Alles. Unser gesamtes Erleben, die fünf Khandas. Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Und dieses Ergreifen führt dazu, dass wir in einer Situation erscheinen, da sein, dass wir unseren Platz in der Welt finden, dass wir in einer bestimmten Situation geboren werden, die aber ständig von Altern, Zerfall, anders werden, als wir es haben wollen, bedroht ist. Deswegen leiden wir. Also der Buddha hat sozusagen die edle Wahrheit vom Begehren, dass die Ursache von Leiden ist, oder der Ursprung von Leiden ist, etwas weiter ausgeführt. Das ist die Erklärung von Paticca-Samuppada, die nicht eine zeitliche Abfolge beinhaltet, sondern das ist sozusagen die Struktur, so wie es ist, unser Erleben. Es ist ganz wichtig zu verstehen, bedingte Entstehung ist etwas Zeitloses. Es gibt die 28. Lehrrede in der mittleren Sammlung, da wird gesagt, bedingte Entstehung sehen ist dasselbe wie Dhamma sehen. Und Dhamma haben wir heute gechantet, Akaliko, ist zeitlos. Zeitlos bedeutet nicht, ist immer modern, genauso wie unsere Roben, die vor 2500 Jahren schon up-to-date waren und schick waren und heute immer noch schick sind. So ist Dhamma immer noch interessant, wie es vor 2500 Jahren interessant war. Das ist nicht, was Akaliko zeitlos bedeutet, sondern zeitlos bedeutet, es handelt von Dingen, die kein Ablauf sind. Muss man sich trainieren, so zu denken und auch so zu sprechen. Wie viele Mönche erzählen was vom Wahrnehmungsprozess? Da muss man sofort die Puhvogelhupe drücken. Disqualifiziert. Wahrnehmung ist kein Prozess. Das ist in der Scholastik, in der buddhistischen Scholastik, im Gegensatz zur Buddha-Lehre, sage ich mal wieder Buddhismus, gibt es das schon als Prozess. Da kommt also lauter Geistmomente, die nacheinander aufblitzen, aber sowas hat der Buddha nie gelehrt. Der ehrwürdige Jnanatiloka ist von der Kommentartradition, die nun auf dieser Scholastik beruht, genährt worden. Also sein Verständnis entsteht aus dieser zeitlichen Abfolge. Da wird gesagt,
das eine ist im letzten Leben gewesen und dann die mittleren Glieder sind in diesem Leben und die letzten Glieder sind im nächsten Leben. Ja, vielleicht sollte ich vorher noch kurz zum Anfang der bedingten Entstehung kommen. Warum ist denn das alles so, dass unser Erleben so verkorkst ist? Dass wir da meinen, wir sind da ein Männchen hinter den Glasscheiben und warum wir meinen, wir müssten da was beweisen, dass wir existieren und dann ergreifen wir was. Warum ist denn das so? Unwissenheit. Genau. Die erste Ursache ist Avijja, Unwissenheit. Und Unwissenheit konditioniert Gestaltungen. Und was sind Gestaltungen? Gestaltungen sind die Dinge in unserer Welt. Aber warum heißt es dann nicht Dinge, sondern Gestaltungen? Gestaltungen sind Bedingungen, die wir nicht als solche erkennen. Das heißt, die konditionieren unser Bewusstsein, das ist der nächste Schritt, sage ich nicht, sondern die nächste konditionale Verknüpfung. Wenn ich sagen würde Schritt, klingt das auch schon wieder wie so ein zeitlicher Ablauf. Müsste ich mir selber die Hupe geben. Sankhara sind unser Zubehör, sozusagen. Das ist, wir glauben, dass wir die Bedingungen für die Sankharas sind. Wir sind die Besitzer. Alles in meiner Welt ist mein. Also manches davon gehört mir nicht rein rechtlich, aber es ist meins im Sinne des Erlebenden. Ich als Erlebender erlebe diese Lampe, ist meine Lampe. Die Lampe beweist, dass es mich gibt als denjenigen, der diese Lampe erlebt. Und normalerweise ist der Besitzer der Herr, die Bedingung. Wenn ich ein Mercedes-Fahrer bin, bin ich die Bedingung dafür, dass der Mercedes mein Besitz ist. Der Besitzer ist die Bedingung für den Besitz. Aber der Buddha hat gesagt, es ist umgekehrt. Die Sankharas sind der Chef. Und wir sind die Sklaven. Wir sind versklavt davon. Weil wir uns von diesen Dingen, die wir selber zu Sankharas machen, in eine bestimmte Rolle drängen, ja, die überwältigen uns dann. Und je mehr wir uns davon abhängig machen lassen, desto mehr überwältigen sie uns. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Irgendein Koba Ajahn, ich glaube, das war sogar hier mal bei einem Vortrag, hat gesagt, wenn wir die Sankharas in unser Herz bringen, werden sie zu Dhamma. Und Dhamma bedeutet auch Dinge. Dann werden sie einfach zu Dingen. In dem Moment, wo wir sie verstanden haben, werden sie zu Dingen. Dann bricht auch diese ganze Struktur zusammen. Unwissenheit ist Unwissenheit von was? Von den vier edlen Wahrheiten. Und die zweite edle Wahrheit ist die bedingte Entstehung. Die beinhaltet Unwissenheit. Das heißt, diese Unwissenheit kennt sich selbst nicht. Und das ist auch der Grund, warum in der Scholastik, bei den Gelehrten eben dieser, und nicht nur da, also nicht nur bei denen, die so Berufsgelehrte sind, sondern eigentlich jeder hätte gern, dass er Bescheid weiß. Ne? Wenn ich jetzt hier was erzähle über Dhamma, möchte ich eigentlich das alles voll im Griff haben. Und ich muss euch leider sagen, dass die bedingte Entstehung bedeutet, dass wir es gar nicht verstehen. Dass wir das gar nicht sehen können. Und das ist natürlich für einen, der Experte in Buddhismus sein will, eine unerträgliche Situation. Und daher werden dann eben Systeme geschaffen, die anders sind, die das aus diesem zeitlosen Rahmen in einen zeitlichen Ablauf reinbringen. Ich erkläre mal ganz kurz die gängige scholastische Interpretation von Paticca-Samuppada. Da heißt es, Unwissenheit im letzten Leben führt zu Sankharas und es wird als Karma bezeichnet. Sankharas ist Karma, das war im letzten Leben. Das führt zum Wiedergeburtsbewusstsein, dritte Glied, falls es, was das überhaupt sein soll. Und das führt dazu, dass Name und Form entstehen, das ist der Embryo, Körper und Geist. Und dann das sechsfache Sinnesgebiet und bis zum Begehren und so weiter. Und das Begehren ist dann der Grund fürs Ergreifen und das Ergreifen führt zum Werden. Werden ist die Schwangerschaft von der nächsten Geburt. Und dann kommt die Geburt und dann sterben wir. Man, das ist alles ganz nett und wunderschön, aber zum einen weiß man nicht so recht, was man damit anfangen soll, um seine eigene unwissende Situation zu verstehen, wie man das als zweite edle Wahrheit, was man damit machen soll, mit so einer
so einem Erklärungsmodell. Und dann hat es natürlich einmal diese diversen Widersprüche, dass es eben nicht der allgemeinen Formel folgt, wenn dies ist, ist das, sondern eigentlich lautet, wenn dies wenn jenes aufgehört hat, entsteht dieses, also dieser zeitliche Ablauf. Und so hat es der Buddha aber nicht gesagt. Und hat dann noch ein paar andere Haken, nämlich, wenn ich jetzt ein Arahant werde und Unwissenheit beseitige, dann müsste ich noch bis zum übernächsten Leben warten, bis dann das Leiden aufhört, oder wie? Und in der Tat sind auch dies die Leute, die sagen, ja, damit der Arahant nicht mehr leidet, muss er dann erstmal endgültig und richtig tot sein. Also wenn der Arahant stirbt und nicht wiedergeboren wird, dann ist alles prima. Aber so wie ich die Lehre verstehe und die Lehrerin verstehe, ist in dem Moment, wo die Befreiung erlangt ist, ist das Leiden zu Ende. Und diejenigen, die ich kennengelernt habe, die ich für Arahants halte, die waren für mich ein lebendes Beispiel, dass eben die selbst unter dem Verfall des Körpers nicht mehr gelitten haben. Die haben sicherlich noch Dukkha Vedana gehabt, aber die haben da nicht mehr drunter gelitten. Aber jetzt wollte ich euch mal kurz die Übersetzung des ehrwürdigen Jnanatiloka vorlesen, um ein bisschen zu illustrieren, inwieweit die Vorstellung, was es bedeuten soll, sich dann in der Übersetzung niederschlägt. Also wenn ich vorher schon weiß, dass da drei Leben draus werden müssen, dann kommt da eine andere Übersetzung raus als jetzt bei meiner, wo ich der Meinung bin, dass es eben kein zeitlicher Ablauf ist, sondern eben so, wie es jetzt ist. Durch Nichtwissen bedingt sind die karmischen Bildekräfte. Also bei mir heißt es, konditioniert durch Unwissenheit sind Gestaltungen. Durch die karmischen Bildekräfte, also das ist sozusagen schon voll suggeriert, dass das eben was mit Karma zu tun hat. Durch die karmischen Bildekräfte bedingt ist das Wiedergeburtsbewusstsein. Vijnana heißt bei mir nur Bewusstsein. Durch das Wiedergeburtsbewusstsein ist das Geistige und Körperliche. Die sechs Sinnesgrundlagen, der Sinneseindruck, okay, Gefühl, Begehren, Anhaften, Werdeprozess, wieder Einspruch. Ich habe gesagt, sobald das Wort Prozess auftaucht, kommt die Hupe. Durch den Werdeprozess bedingt ist die Wiedergeburt, schon wieder Wiedergeburt. Also da sind dann jetzt dann die drei Leben, zweimal Wiedergeburt und dazwischen drei Leben, daher die Drei-Leben-Theorie. Und vor allem, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich vorhin erwähnt habe, der Buddha hat nicht zufällig diese drei Doktrinen und Paticca-Samuppada zusammengekoppelt. Er hat ganz klar gesagt, das Gefühl, was ein Mensch alles so erlebt, ist nicht bedingt durch frühere Tat. Und hier steht, die karmischen Bildekräfte und so weiter, und dann dieser zeitliche Ablauf. Also es ist genau ein voller innerer Widerspruch, wenn ich das also so verstehe, dass Paticca-Samuppada ein zeitlicher Ablauf ist, wo also Handlung in einem früheren Leben daran schuld ist, dass ich in diesem Leben Begehren habe. Das ist auch ein Fallstrick, ein Glatteis, auf das sich viele begeben, leicht begeben, zu sagen, meine Verblendung, mein verblendeter Geist, alles Karma. Meine früheren Handlungen sind daran schuld, dass ich heute verblendet bin. Das ist genau umgekehrt. Verblendung ist daran schuld, dass ich überhaupt Karma habe. Unwissenheit ist die Bedingung dafür, dass ich Karma mache. Jetzt mögt ihr sagen, naja, aber wo kommt denn jetzt das Zeitliche rein? Ich meine, Verblendung und alles schön und gut, aber wir handeln ja auch verblendet. Das kommt ja irgendwie, muss das ja auch irgendwie mit rein. Muss ja doch irgendwie ein zeitlicher Ablauf mit rein. Und so ist es auch. Also bedingte Entstehung, diese Unwissenheit, dieses Begehren, man kann also dieses Prinzip der bedingten Entstehung in jedem einzelnen dieser 12 Schritte finden. Wenn ich einen dieser Schritte nenne, habe ich eigentlich alles gesagt. Wenn ich Begehren sage, habe ich alles gesagt. Wenn ich Unwissenheit sage, habe ich alles gesagt. Also Unwissenheit bedingt Gestaltungen. Gestaltungen sagt auch alles aus. Das ist immer dasselbe. Selbe alte Leier. Das ist sozusagen der Zustand, in dem wir handeln, in dem wir erleben. Und ich habe vor Jahren, 2008 war das mal, einen Vortrag gehalten, wo ich dann auch über Paticca-Samuppada gesprochen habe und habe gesagt, das ist wie eine Sonnenbrille, die ich aufhab. Das ist Unwissenheit, Begehren und so weiter.
Und alles, was ich dadurch sehe, ist durch diese Sonnenbrille gefärbt. Und wenn ich jetzt nacheinander verschiedene Dinge anschaue, sage ich, also hier habe ich ein grünes Blatt. Jetzt nehme ich dieses Blatt und habe wieder ein grünes Blatt. Also ist das, dieses Blatt grün ist, ist verursacht dadurch, dass dieses Blatt grün ist. Das ist ungefähr so diese scholastische Einstellung. Da werden also wird Konditionalität und Kausalität einfach durcheinander geschmissen. Und das ist auch vielleicht ein Hinweis darauf, warum ich mit Achtsamkeit alleine das Problem nicht bewältigen kann. Denn Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein und genau hinzuschauen. Aber es ist egal, wie genau ich hinschaue, es ist immer gefärbt durch diese Brille. Deswegen ist der achtfache Pfad ein achtfacher Pfad und nicht ein einfacher Pfad. Denn wenn ich sage, Achtsamkeit ist alles, was ich brauche, habe ich einen einfachen Pfad. Aber ich brauche richtige Anschauung, ich brauche richtige Absicht, ich brauche meinen Ethikteil und ich brauche meinen Meditationsteil mit Achtsamkeit, Anstrengung und Samadhi, um dieses Problem zu knacken. Denn diese Unwissenheit, dieses Begehren ist mir so nah, das sitzt auf meiner Nase, wie diese Brille, dass ich es gar nicht sehe. Ich brauche auch jemanden, der mir sozusagen sagt, dass es so ist. Ich brauche jemanden, der mir sagt, wie schaut es denn ohne Sonnenbrille aus? Das ist der Buddha. Das sind die Lehrreden. Diese Sicht ohne Sonnenbrille. Und das macht vielleicht auch deutlich, wie viel schwieriger es ist, ein Buddha zu werden. Denn der hatte auch ja die Sonnenbrille auf, aber hat keinen gehabt, der ihm gesagt hat, du hast eine Sonnenbrille auf. Da sind wir in einer sehr glücklichen Lage, dass wir den Buddha haben, der uns sagt, ihr habt alle eine Sonnenbrille auf. Gut, was ist die edle Wahrheit von der Leidensauflösung? Mit dem restlosen Verblassen und Auflösen eben dieser Unwissenheit ist die Auflösung von Gestaltungen. Mit der Auflösung von Gestaltungen ist die Auflösung von Bewusstsein. Mit der Auflösung von Bewusstsein ist die Auflösung von Name und Form. Mit der Auflösung von Name und Form ist die Auflösung des sechsfachen Sinnesgebiets. Mit der Auflösung des sechsfachen Sinnesgebiets ist die Auflösung von Kontakt. Mit der Auflösung von Kontakt ist die Auflösung von Gefühl. Mit der Auflösung von Gefühl ist die Auflösung von Begehren. Mit der Auflösung von Begehren ist die Auflösung von Ergreifen. Mit der Auflösung von Ergreifen ist die Auflösung von Werden. Mit der Auflösung von Werden ist die Auflösung von Geburt. Mit der Auflösung von Geburt lösen sich Altern, Tod, Kummer, Klage, Schmerz, Trauer und Verzweiflung auf. So ist die Auflösung dieses ganzen Haufens von Leiden. Dies gilt als die edle Wahrheit von der Leidensauflösung. Unwissenheit, die sich selber nicht sieht, ist etwas sehr, sehr Stabiles. Aber sobald eine dieser Bedingungen bröckelt, ist die ganze Struktur des Leidensursprungs auch dahin. Also man muss nicht warten, der Arahant, der Unwissenheit beseitigt hat, muss nicht warten, bis er dann endlich stirbt, weil ein Arahant stirbt auch nicht mehr, sondern der legt seinen Körper ab. Das ist ein Unterschied. Da ist niemand mehr da, der sterben könnte. Da ist keine Person mehr da. Denn Sterben ist ja Veränderung, genauso wie krank werden und alt werden, eine Form von Veränderung, die dem widerspricht, wie wir es gerne hätten. Ein Stein altert nicht, der stirbt nicht, sondern der verändert sich einfach nur. Der fällt auseinander. Dem ist es wurscht, sozusagen. Der leidet nicht darunter, nehmen wir mal an. Ja, wir verstehen natürlich, dass für einen Arahant Unwissenheit weg ist. Gestaltungen sind nur noch Dhamma. Begehren ist weg, Anhaften ist weg, Werden ist weg, Wiedergeburt oder Geburt ist weg. Das verstehen wir sehr gut, aber wie ist es denn mit den anderen Sachen? Hat er kein Bewusstsein mehr, keinen Name und Form, keine Sinnesgebiete mehr, kein Gefühl? Hat er genauso. Hat er auch. Aber hier heißt es ja, die lösen sich auf. Also, das ist auch zu kontemplieren, konditioniert durch Unwissenheit sind Gestaltungen. Das heißt, die Unwissenheit erzeugt ja nicht die Welt, sondern sie macht die Dinge nur zu einer organisierten Struktur von Dingen, die alle mich bedeuten, hat es Heidegger genannt.
Also die macht aus den Dingen Gestaltungen, die konditioniert die zu Gestaltungen. Das war übrigens Nungpo Man, der also nicht nur Name und Form nicht als Geist und Körper gelehrt hat, der hat auch dieses Trennen von Gefühl, Körper und Citta war nicht so sein Hauptthema. Sein Hauptthema war, muss die Gestaltungen erkennen, als was sie sind. Er hat gesagt, das ist die Beschaffenheit des Geistes. Die Gestaltungen sind das, die ja aus meinem Citta mein Citta machen. Das war sein Hauptthema. Ja, es gibt in den Suttas ein paar Begriffe hier und dort, die muss man sich ein bisschen zusammensammeln, die diese Kategorien, die beim Arahant natürlich immer noch da sind, zu beschreiben. Also zum Beispiel dieses nicht anzeigende oder Bewusstsein, das auf nichts mehr zeigt, unendlich leuchtend allem fern. Ich lese es gleich ganz zu Ende. Dort sind Wasser, Erde, Feuer und auch Wind nicht mehr verankert. Dort ist Langes und auch Kurzes, Kleines, Großes, Schön und Hässlich. Dort ist restlos Form und Name ganz beim Stillstand angekommen. Das heißt, dieses Bewusstsein, das nicht mehr auf eine Person zeigt, da ist Name und Form beim Stillstand angekommen. Dann gibt es eine Lehre, wo gesagt wird, dass das Aufhören der sechs Sinnesgebiete, also das Männchen, was da aus den Scheiben rausschaut, auch ein Gebiet ist, wird als Gebiet, als Ayatana bezeichnet. Es sind nur andere Begriffe dafür. Kontakt gibt's für den Befreiten, den Leerheitskontakt. Also der hat auch noch Bewusstsein und Name und Form, aber einmal nicht mehr konditioniert durch Unwissenheit und zweitens so völlig anders, dass man eigentlich dafür besser andere Begriffe sucht. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Ja, das Fazit dieser Darlegung von dem Aufhören von Leiden. Also Paticca-Samuppada hat nichts damit zu tun, wie Wiedergeburt funktioniert. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir alle miteinander verbunden sind, wie es manchmal gesagt wird, und dass wir deswegen nett zueinander sein sollen, was natürlich schon richtig ist. Vom ethischen Standpunkt ist es richtig, wir sind alle Brüder in Dukkha, und wir sollten alle nett zueinander sein, aber das ist nicht das, was die Lehre von Paticca-Samuppada besagt. Dass der Buddha am Anfang hier gesagt hat, meine Lehre ist für denjenigen, der fühlt, für denjenigen, der erlebt. Das ist einmal eine Absage an diejenigen, die meinen, man könnte das Problem von Dukkha sozusagen objektiv betrachten. Wir können Befreiung nur erlangen, indem wir unser eigenes Leiden genau anschauen und danach gucken. Das ist das, was hiermit gesagt wird. Zweitens wird gesagt, dass Name und Form bereits entstehen bei einem, der noch im Schoß der Mutter ist, also ein Embryo. Dass praktisch die Geburt sozusagen schon vor der Geburt da ist, also dass der schon etwas erlebt. Das ist natürlich diejenigen, die die Drei-Leben-Theorie vertreten, ein Argument, dass sie sagen, naja, da wird ja gesagt, Name und Form entsteht, wenn die Empfängnis stattgefunden hat, also geht's dann doch über mehrere Leben oder so, ne? Aber man muss das nicht so verstehen, man kann es auch eben ganz anders sehen. Aber das wird in Burma eher so unterrichtet, oder? Das wird weltweit. Also in Burma ist halt die Abhidhamma und so weiter, die Kommentartradition. Aber woher kommt das eigentlich? Also ich will das, man kann den Burmesen das nicht allein in die Schuhe schieben. Was man denen zum Vorwurf machen kann, ist, dass sie an dem Kanon, an den Suttas rumgemacht haben. Also da sind verschiedene kommentarielle Umschreibungen in den Originaltext des Suttas eingeflossen bei denen ihrem Kanon. Das ist also, gehört sich nicht. Aber ansonsten, ja, Gelehrtentum finden wir nicht nur in Burma, sondern in Sri Lanka, in Thailand, überall. Im Westen natürlich genauso. Nur, wenn ich also der Meinung bin, ich müsste jetzt erstmal die Geistesfaktoren alle genau studieren und dann weiß ich Bescheid und ich stelle mir den Geist so vor mich hin und analysiere das alles, dann kann ich der Sache auf die Schliche kommen. Das ist nicht der Fall. Der Buddha sagt, meine Lehre ist für den, der fühlt,
müssen wir das von innen anschauen. Man kann Schmerz auch nicht objektiv darstellen. Diejenigen, die irgendwelche Elektroden ans Gehirn schrauben und dann kriegst du einen Elektroschock und dann die Gehirnwellen machen dann so. Ja, okay, dann kannst du sagen, okay, die Gehirnwellen haben so gemacht. Aber derjenige, der sich das dann anschaut, weiß nicht, wie sich das angefühlt hat. Für den, der den Elektroschock gekriegt hat. Also Leiden ist ein persönliches Problem und das kann man nur genau da auch lösen. Abhängig von den sechs Elementen findet das Herabsteigen in den Schoß statt. Findet das statt, gibt es Name und Form. Konditioniert durch Name und Form ist das sechsfache Sinnesgebiet Kontakt. Konditioniert durch Kontakt ist Gefühl. Das ist auch die Antwort darauf, was man diesen drei Doktrinen entgegensetzen muss. Gefühl ist bedingt durch Kontakt. Das ist die Antwort darauf. Aber im Grunde ist selbst in dieser in diesem kurzen Abschnitt genau dasselbe gesagt wie in dem langen Abschnitt. Nur eben ging es jetzt darum, den Übergang zu machen. Worauf bezieht sich das? Die vier edlen Wahrheiten. Das ist die Essenz meiner Lehre. Worauf bezieht sich das? Diese Lehre ist für denjenigen, der fühlt. Und das ist bedingt durch Kontakt. Paticca Samuppada ist der mittlere Weg in der Auseinandersetzung mit der Frage, bin ich? Gibt's mich? Wenn ich sage, ich habe meinen buddhistischen Katechismus gelernt, ist alles Anatta, mich gibt's eigentlich gar nicht, ist das völliger Blödsinn. Aber wenn ich sage, mich gibt's und ich weiß nicht, ja, was bin ich denn, ist das auch irgendwie Blödsinn. Und der mittlere Weg ist die Frage, also im Englischen ist das noch netter zu sagen, ja, gibt's mich oder nicht, it depends. Es kommt darauf an, es ist bedingt. Dependently arisen. Solange Unwissenheit da ist, gibt's mich. Wenn es nicht mehr da ist, spielt es keine Rolle mehr. Es ist gegenstandslos. Diese Betonung, dass Lehre von der bedingten Zusammenentstehung als zeitlos zu begreifen ist, ist auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass Erkenntnis, das Verstehen hier und jetzt stattfinden muss. Die Sonnenbrille, die habe ich jetzt auf. Muss ich auch jetzt und nicht über Kammer grübeln. Was habe ich denn im letzten Leben möglicherweise gemacht, dass ich jetzt so leiden muss? Weil die Ursache von Leiden ist die Sonnenbrille, nicht das, was ich im letzten Leben gemacht habe. Die besondere Ausprägung, die Besonderheiten, dass ich ein Mensch geworden bin, okay, kann man sagen, das ist früheres Kammer. Aber die Sonnenbrille ist ja Bestandteil meines Erlebens. Deswegen kann ich nicht sagen, die Sonnenbrille, deswegen hat der Buddha auch gesagt, die Sonnenbrille ist nicht verursacht durch frühere Tat. Umgekehrt, frühere Tat ist verursacht durch die Sonnenbrille, weil damals hatte ich die auch schon auf. Denn mit das Ergreifen von Handlung ist ja das, was Kamma ist. Eine Arahant tut ja auch noch was. Aber für den ist es nicht mehr Kamma, es ist nicht mehr seine Tat, nicht mehr seine Handlung. Es ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel bei manchen Mönchen auch in Thailand vor allem über früheres Kamma nachzudenken und so weiter. Aber es ist halt nur das, es ist nur ein Gesellschaftsspiel. Also es bringt letztendlich für die Erkenntnis bringt es nicht viel. Unwissenheit, Verblendung, das ist nicht die Frucht von Kamma. Sondern Kamma ist bedingt dadurch, dass ich damals auch schon unwissend war, verblendet. Wodurch ist eine Unwissenheit eigentlich bedingt? Also es gibt zwei Antworten. Ich glaube, die eine ist die fünf Hindernisse und die andere ist, finden wir in der neunten Lehrrede der mittleren Sammlung, Unwissenheit ist bedingt durch die Triebe, die Asava. Also ich übersetze das mit Triebe. Und einer von diesen Trieben ist der Unwissenheitstrieb. Mhm. Und wodurch sind die Triebe verursacht? Unwissenheit. Genau. Bedingt durch Unwissenheit. Bedeckt alles. Genau. Unwissenheit erhält sich selbst. Gut. Arbeit im Hier und Jetzt, Akaliko. So ist es. Eben. Ja, ich finde es total spannend, also zu
da ein bisschen genauer hinzugucken. Ne? Dass also der Buddha gerade diese drei Doktrinen und Paticca-Samuppada zusammenbringt, als ob er schon vorhergesehen hätte, was dann in späteren Zeiten mal draus gemacht wird. Und es hat trotzdem nichts genutzt. Hat er ja auch. Hat er ja auch gewusst. Er hat es gewusst, klar. Aber die Botschaft kam nur bei wenigen Rufern in der Wüste an. Arahaṃ Sammā Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādemi Svākāto Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Sangam Namah.